Kollegen, das ist der erste Podcast in der Reihe Wer bin ich und was mache ich bei der Telekom? Und heute habe ich einen Gast neben mir, den ich euch vorstellen möchte, weil er mit einer App, die er privat entwickelt hat, schon für ganz viel Furore hier intern sorgt. Und deswegen meine allererste Frage an dich. Wie heißt du und was machst du bei der Deutschen Telekom? Ja, ich heiße Alexander de Greif, habe mein Büro hier in Bonn im Landgrabenweg. Ich darf also noch die Lohmeier und Daimler-Kantine genießen. Ansonsten bin ich von der T-Mobile über die Deutsche Telekom hin zur T-Systems gewandert in den letzten Jahren. Und was mache ich hier bei der Telekom? Ich helfe mit, dem Elefanten Telekom das Tanzen beizubringen. Konkreter, das aktuelle Thema ist noch nicht spruchreif, aber eins meiner letzten Projekte ist ein bisschen bekannter in Deutschland. Das ist, ich habe in den letzten 3 Jahren mit meinem Team zusammen die PKI, also die Verschlüsselungsinfrastruktur und die MyCard in Deutschland im Konzern eingeführt. Okay, aber darüber wollen wir heute gar nicht so reden, denn es kennen dich mittlerweile viele Kollegen, weil du privat eine App entwickelt hast, die Mighty Office heißt. Die hieß ursprünglich mal ganz anders. Wie viele Kollegen sind mittlerweile in der Mighty App registriert? Also wir sind jetzt ein Jahr ist die App und dieser Cloud-Service, der dahinter liegt, online. Und wir haben jetzt 7.800 aktive Nutzer im Konzern. Wow, ganze Menge dafür, dass es ja nicht beworben wird, intern im Intranet oder Ähnliches. Und worum geht es jetzt in der App? Warum wollen die Kollegen alles haben? Ich persönlich habe es auch schon genutzt auf Dienstreisen. Und jetzt erzähl uns mal ein bisschen mehr drüber. Ja, also die App hilft Mitarbeitern großer Firmen, auch der Deutschen Telekom, dabei, Bürostandorte zu finden und andere Potenziale der Firma auch zu nutzen. Zum Beispiel die Navigation zu Bürostandorten oder Parkmöglichkeiten zu überprüfen oder Speisepläne anzuschauen oder Videokonferenzmöglichkeiten an den Standorten weltweit auszukundschaften. Das hört sich schon ganz gut an. Ich habe es auf Dienstreisen auch genutzt eben, weil ich sehr praktisch die Adressen finden konnte. Und ich gestehe, wenn ich sonntagabends im Bett liege und mich langweile, dann gucke ich immer schon mal, was gibt es in der Kantine am Montag. Dann überlege ich immer schon mal, was esse ich denn eigentlich? Wo soll denn diese App hingehen? Was möchtest du da noch mit reinbauen? Ja, also in dem Jahr Operations und mit der Nutzerzahl jetzt, da sind in der letzten Zeit sehr viele Account Manager von T-Systems auf mich zugekommen und Vertreter anderer Konzerne. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein Interesse da, das können auch andere Firmen gebrauchen. Und das könnten unsere Geschäftskunden, zum Beispiel von T-Systems, auch als Service verwenden. Und da sind wir gerade dran. Also das heißt zum Beispiel, SAP, VW käme auf dich zu, würde diese App kaufen, würde ihre Standorte da reinladen und eben intern als Service anbieten für Navigation oder wie du gesagt hast, Kantine oder andere Raumbuchungssysteme und Ähnliches. Ja, also der Cloud-Service, der dahinter steht, ist multimandantenfähig. Also man muss für andere Firmen jetzt nichts ändern, sondern wenn man einen Mandanten wie SAP anlegt, lädt man natürlich die Standorte rein und hat eine Schnittstelle, dass wir Änderungen mitbekommen. Und dann legt man ein Farbschema an für den Kunden. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der sich dann mit dieser E-Mail-Adresse anmeldet, erhält automatisch das Farbschema von dem Kunden und nicht von uns. Und kann sich dann auch in seinem eigenen Bereich bewegen. Sieht also nicht, wir sehen nicht mandantenübergreifend unsere Locations oder auch unsere Mitarbeiter in den Cloud-Services. Auf dem Barcamp, was wir hier vor 2 Wochen hatten, da hast du auch eine Session gegeben, wo Leute dir Ideen weitergeben konnten, was sie noch in der App haben wollten. Was sind denn Ideen, die Kollegen haben und vor allen Dingen auch, was ist Mighty Office nicht? Ja, also viele Kollegen wollten E-Mails lesen darüber oder also das ist so ein Beispiel für Services, wo ich sage, das passt jetzt nicht. Eine App sollte sich auf einen Use Case konzentrieren, nur dann ist sie einfach zu verstehen. Und alles, was eine enge Anbindung ans Intranet hat, ist nicht der Use Case für Mighty Office. Das Besondere an Mighty Office ist, dass jeder Mitarbeiter weltweit die App laden kann und den Service nutzen kann, auch auf einem privaten Endgerät. Es gibt also keine feste Kopplung zwischen dem Intranet und der App. Und das ist eigentlich so das Besondere. Und in dem Rahmen muss man dann alles
die Services finden. Das ist wirklich besonders, weil sonst brauchen wir auf den Dienstgeräten immer die Anbindung an iWorld etc. Toll. Jetzt hast du schon gesagt, auf der ganzen Welt. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Projektleiter bei T-Systems Malaysia. Das heißt, auch dort kann ich das nutzen. Wir haben auch Nutzer von T-Systems Malaysia auf der Plattform. Wir haben auch schon mal telefoniert, auch wenn es mit der Zeitverschiebung schwierig ist. Ja, aber genau. Und woher wussten die Kollegen das? Wie sind die da drauf gekommen? Ich bin jetzt ganz erstaunt. Ich weiß es auch nicht. Weißt du auch nicht. Werden wir über das TSN rausfinden und ansprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast ja eigentlich einen Job, da hast du vorhin erzählt, wo es um was ganz anderes geht. Und jetzt hast du aber privat noch was anderes gemacht, nicht in deiner Arbeitszeit, weil es da nicht thematisch reinfiel oder möglicherweise eben nicht gewollt war. Wie ist es dazu gekommen? Also in meiner damaligen Verantwortung für das europäische IT-Netzwerk in der T-Mobile bin ich in Europa sehr viel rumgereist und war immer angewiesen auf Geheimtipps oder Geheimtipps in Anführungszeichen von Kollegen, wo kann man gut übernachten, wo kann man nach der Arbeit essen gehen. Und um das auszubauen, ist die Idee eigentlich entstanden. Ich hatte damals, als ich das angefangen habe, hatte ich nicht die Idee, dass das vielleicht als Firmenkundenservice von der Telekom an andere Kunden auch funktionieren würde. Okay, ich wollte dir eigentlich zwei Bilder zeigen zum Thema spontane Assoziation. Dann hat leider der Drucker gestreikt, wie das hier manchmal ist. Und insofern sind es jetzt gemalte Bilder geworden. Und ich bin schon sehr gespannt, was zu meinen privaten Malereien deine Assoziation ist. Ich möchte hiermit bekunden, dass ich noch nie gut war in Kunst. Ich hatte immer Musik, ich habe Kunst abgewählt. Erstes Bild ist die Glühbirne. Was fällt dir ein zur Glühbirne, zur Nutzung von Stromerfindung, wenn du sowas siehst? Ja, also meine Assoziation war gar nicht so sehr Strom, die erste, sondern die Idee. Okay. Irgendwie verbinde ich das mit Ideen, genau. Und da hattest du ja eine. Ja. Zweite ist eine Krawatte oder ein Krawattenknoten. Oh, ja, die erste Assoziation, soll man immer sagen, sehr selten in der Telekom oder in T-Mobile gewesen. Intimowell, ja. Okay. Gut, dann komme ich zur letzten Frage. Ich lasse das so stehen. Wir sind in der Telekom gerade in einer ganz großen Veränderung. Erleben, was verbindet, ist einer unserer großen Strategieansätze. Wir erleben alle im Alltag, dass es immer wieder hier Probleme gibt, da Probleme gibt und versuchen, glaube ich, auch alle da kräftig zu helfen und zu unterstützen, dass wir das immer gut ausbügeln können. Jetzt weiß ich, du hast in deinem Xing-Profil, das weiß ich auch wieder, weil ich sonntagnachts mich immer im Bett langweile und dann lese ich zum Beispiel in Xing-Profile von Kollegen. Und in deinem Xing-Profil steht drin bei dir als Bezeichnung, du bist Einfachmacher. Und jetzt möchte ich von dir wissen, die Telekom verändert sich gerade. Was sind Veränderungen, die du dir wünschst für die Telekom, damit es hier einfacher wird? Ja. Also ich sag mal, es war vor einigen Jahren höchst gefährlich, wenn man im Konzern irgendwie erwähnt hat, dass man etwas selbst entwickelt hat. Denn dann war man in der Schublade und ist da nie wieder rausgekommen. Diese Kombination, dass man Unternehmer ist im Geiste und eine Business-Orientierung hat und dann auch noch den Technology-Stack beherrscht, das gibt es nicht, das darf nicht im Weltbild vorkommen. Das hat sich oder das ändert sich jetzt glücklicherweise gerade und ich merke, dass diese Kombination gefragt wird. Und insbesondere dann, wenn man mal zum Beispiel auch ein Startup selber gegründet hat und vielleicht auch mal unternehmerische Fehler gemacht hat, dann scheint das hier ein gefragtes Wissen zu werden. Und das freut mich, diese Entwicklung. Ich überlege gerade, was ich dir wünschen soll für deine App zum Abschluss des Gespräches. Was würdest du dir wünschen, was in deinem Jahr der Status deiner App ist? Naja, also was externe Kunden angeht, sieht das schon sehr gut aus. Wir tun uns mit offiziellen Stellen in der Telekom ein bisschen schwer, was so ein natürlicher Owner dieser App sein kann, der sagt, okay, ich nehme das Heft jetzt mal in die Hand als Kunde, als offizieller Kunde Telekom und entwickeln das mal zusammen weiter nach den Wünschen. Dann wünsche ich dir eine Vereinfachung von so offiziellen Stellen, die sich des Themas annehmen. Dankeschön, Alexander.